Ja, hier ist Philipp Sokoff und willkommen bei Fulfillment. Ich habe wieder eine sehr interessante Zuschauerfrage bekommen, die ich gerne beantworten würde. Die lautet so: Ich frage mich, warum Menschen sich unbedingt einer Gruppierung oder der Gesellschaft zugehörig fühlen möchten. Wir wollen Erfolg und Ansehen aus vielerlei Beweggründen, aber ich glaube vor allem, um noch mehr Ansehen zu bekommen und so weiter. Und auch diese Frage besteht aus mehreren Teilen, ich finde sie alle. Ich finde sie wirklich interessant. Es ist eine wichtige Frage, vor allem in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, wo man, wo inzwischen es gibt zwei Fraktionen. Die einen wollen unbedingt in der Gruppe zugehören und die anderen wollen überhaupt nicht der Gruppe zugehören und total individuell werden. Und die treffen dann oft aufeinander und es gibt sowas wie einen inoffiziellen Krieg zwischen diesen zwei Parteien. Und ja, also ich kenne das nur zu gut, weil ich in meinem Leben. Es gab eine Zeit, wo ich unbedingt der Gruppe zugehören wollte und alles so gemacht habe, wie die anderen es gemacht haben und ja, es allen recht machen wollte. Das hat nicht funktioniert. Das ist nicht mein Ding. Ich bin mehr so ein Individualtyp. Ich bin auch kein Teammensch. Also ich könnte in einem Team arbeiten, vorübergehend, aber dauerhaft ist nicht so mein Ding. Ich bin auch im Sport eher der Einzeltyp. Ich mag Touren, ich mag Kampfkünste, wo man vielleicht mit einem Partner was machen könnte. Aber so Gruppensportarten sind nicht so mein Ding. Und es gibt einfach Menschen, es gibt so Mentalitäten und Typen von Menschen, die sind einfach so. Und das ist auch in Ordnung. Aber dann, wenn man dann in einer Gesellschaft lebt, wo sehr viele versuchen, sich anzupassen, fühlt man sich gerade sehr ausgestoßen. In der heutigen Welt mit Internet und mit diesem Denken, dass es nicht unbedingt sein muss. Es hat noch nicht alle Bereiche der Welt erreicht, aber immer mehr Menschen begreifen, dass es nicht sein muss. Da ist es nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war das ja so, entweder du gehörst dazu oder du bist ein Außenseiter. Du, im schlimmsten Fall Todesstrafe, man wird verfolgt, verbrannt, sonst noch was. Oder man wird einfach nur ausgestoßen. Und Menschen sind doch soziale Tiere. Man möchte einer Gruppe zugehören. Zumindest manchmal Kontakt zu Menschen haben, wenn auch nicht immer. Selbst die Leute, die wirklich alleine leben und es auch gerne so mögen, brauchen ab und zu Geselligkeit, Gesellschaft. Und das ist voll in Ordnung. Also, ich fange mal von dem Ursprung an, dieser Gruppenzugehörigkeit, des Gedanken dahinter. Als wir Menschen uns erst entwickelt haben zum Menschen, aus welchem Grund auch immer, von diesen Affenmenschen, also es ist so eine andere Tierart gewesen, nicht wirklich Affe, aber auch noch nicht wirklich Mensch, und der hat sich dann zum Menschen entwickelt, durch Mutation, durch Kreuzung und so weiter. Und diese Tiere waren sehr, sehr schwach. Der Vorteil der Tiere war, dass sie Dinge bewusster wahrnehmen konnten. Sie konnten sich selbst besser bewusster wahrnehmen und sie konnten besser nachdenken. Sie konnten die Vergangenheit sich daran erinnern und sich eine Zukunft vorstellen. Das heißt, diese Menschenaffen konnten vergangene Gefahren sich daran erinnern und ein Bild davon machen, wie es sein könnte. Wenn ich das und das wieder mache, dann passiert ja das und das wieder. Also mache ich das nicht. Und das hat uns dann anderen Tieren überlegener gemacht. Nichtsdestotrotz waren Menschen oft schwächer als viele Tiere, die entweder sie jagten, Säbelzahntiger oder was auch immer, aber auch als die Tiere, die die Menschen dann selber jagten oder Menschenaffen dann selber jagten. Ich sage einfach Menschen, okay, um es einfach zu machen. Und diese Tiere dann entweder aßen oder ihre Felle verwendeten oder was auch immer, so ein Mammut zum Beispiel. Das ist ein riesiges Tier. Ein Mensch ist viel zu schwach, um das zu erledigen. Ganz egal, wie toll das Speer ist, das dieser Mensch besitzt. Also mussten sie sich in Gruppen zusammentun. Somit entstand dann dieses Gruppendenken. Und das ist nicht so wie heute. Wir entwickeln uns heute super schnell. Ich habe mal gehört, dass alle so und so viele Jahre, nicht sehr viele Jahre oder viele Tage, das gesamte Wissen der Menschheit sich versechsfacht oder so eine Art. Also verrückte Zahlen. Und die Information heutzutage ist gewaltig. Wir haben einen gewaltigen Informationszugang. Wir entdecken immer mehr Dinge in immer, immer schneller. Wir entwickeln uns super schnell. Unsere Körper sind aber immer noch so wie vor 100.000 Jahren. So ziemlich.
abgesehen von den ganzen Verkrümmungen durchs Handy und so weiter, aber dazu, das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Wie dem auch sei, dieses Gruppenzugehörigkeitsdenken, das ich vor 100.000 Jahren, 200.000 Jahren, der Mensch soll sogar noch älter sein, entwickelt hat, ist immer noch in uns instinktiv tief verankert, im Unterbewusstsein und wird genetisch weitergegeben. Das sind so diese Instinkte, die greifen. Und wenn man nicht einer Gruppe zugehört, dann könnten Ängste entstehen. Es sei denn, man hat sein Unterbewusstsein umprogrammiert. Man hat sich gesagt, okay, das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung. Und es ist ja immer noch so, dass ich zu einer gewissen Gruppe dazu gehöre, nur nicht so offensichtlich wie ein Fußballverein zum Beispiel oder eine politische Partei. Und ja, das ist der Ursprung dieser Gruppenzugehörigkeit. Früher war es den Menschen nicht möglich zu jagen oder zu überleben, wenn sie nicht in einer Gruppe waren. Einzelgänger haben es oft nicht weit gebracht. Dann habe ich wieder so etwas über eine Studie gelesen oder eine Theorie und eine entsprechende Studie, so eine Art, wo es um Autismus ging und andere psychische Krankheiten, ja, oder ich sag mal Phänomene, psychische Phänomene, etwas, was in der Welt passiert, was man aber nicht unbedingt als Krankheit ansehen muss. Ich bin direkt nicht davon betroffen. Man könnte sagen, ich habe leicht reden. Aber ich sehe das einfach so. Ich war als Kind hyperaktiv. Heute sagt man, eine Zeit lang sagte man, dass es eine Krankheit ist. Heute wiederum hört man immer mehr Stimmen, dass ADHS gar keine wirkliche Krankheit ist. Das ist so zu dem Thema. Also Phänomene, psychische Phänomene. Es gibt Menschen, die sind so, von der Natur aus, von der Geburt aus. Kannst du als krank bezeichnen, kannst aber auch was daraus machen. Okay. Und in dieser Studie ging es darum, dass Autismus. Und auch Autismus ist so eine Sache, da gibt es viele Formen, es ist sehr, sehr breit. Da gibt es zum Beispiel Asperger, das ist weniger stark entwickeltes Autismus mit bestimmten Formen, die andere Formen von Autismus nicht haben. Sehr komplex, kann man nicht als eine Krankheit beschreiben. Ja? Und in dieser Studie ging es darum, dass Autismus eine mögliche evolutionäre Erfindung sein könnte, also dass die Evolution das entwickelt hat. Damit Menschen nicht die ganze Zeit in einer Gruppe sind, sondern auch mal alleine rausgehen und dann zu anderen Gruppen dazu stoßen und so also die Gene dieser Gruppe in die andere Gruppe integrieren. Oder Leute, die gar nicht zu Gruppen gehören wollen, dass sie auch alleine leben, alleine Dinge entdecken, die sie in einer Gruppe nicht entdecken könnten und dann vielleicht diese Dinge in die Gruppe zurückbringen. So eine Möglichkeit. Manche Menschen sind nicht sehr kreativ, wenn sie die ganze Zeit in einer Gruppe sind. Schaut euch, nein, das ist so ein Klischee, das ist fies, aber den typischen Fußballfan oder welchen Fan auch immer, der in eine Gruppe, in eine Kneipe geht, ein Bier sauft und sich in einer Gruppe sehr wohl fühlt, wirkt nicht sehr kreativ. Ist natürlich total oberflächlich und das ist nicht schön, aber du kennst das Beispiel. Ja. Dann gibt es wiederum diese Künstler, dieses extreme Gegenteil davon, auch wieder so ein totales Klischee. Künstler, die total alleine leben, total zurückgezogen, ihre Wohnung sieht aus wie Scheiße und aber die sind super kreativ. Ja, das sind so diese Extremfälle. Nichtsdestotrotz, Klischees entstehen nicht umsonst. Sowas kommt vor und das hat seine Gründe. Und auch dieser Wunsch, nicht zu einer Gruppe zu gehören, kann auch evolutionäre Gründe haben, natürliche Gründe, Entstehungsgründe. Das ist der Grund, warum wir heutzutage versuchen, eine Gruppe zuzugehören. Und wenn man das versteht und wenn man sich in einer Gruppe nicht wohlfühlt, dann sollte man sich ja auch, sollte man darüber lesen und man sollte auch verstehen, dass es voll in Ordnung ist, dass es natürlich ist, wenn man auch einer Gruppe nicht dazu gehören muss. Das heißt nicht, dass man gleich irgendwie krank ist oder Autist ist oder sonst noch was. Das ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Sache. Ich habe keine Ahnung über Autismus, ich kann darüber überhaupt gar nicht reden. Es ist nur so eine Sache mit der Studie, die ich da gelesen habe. Fand ich sehr interessant. Und ja, wir wollen Erfolg und Ansehen aus vielerlei Beweggründen, aber ich glaube vor allem, um noch mehr Ansehen zu bekommen, ist der zweite Teil dieser Frage. Den fasse ich jetzt kurz. Ja, also das ist, wenn man es zu weit treibt, wenn man eine Gruppe so sehr dazugehören möchte, weil man überhaupt nicht alleine klarkommt. Und ich habe mal ein Video darüber gemacht, dass es wichtig ist, zu lernen, auch alleine mit sich leben zu können, um auch in der Gruppe glücklich zu sein. Manche Menschen können das nicht, sie können auch in der Gruppe nicht glücklich sein und die versuchen
Eindruck auf andere zu machen, dieser Gruppe zuzugehören, es allen bequem zu machen, das ist falsch, feige und führt nie zu Glück und Erfüllung. Das ist so ein typischer Fall, wenn jemand das total falsch macht, wenn man nach Ansehen strebt, nur um der Gruppe zuzugehören. Gruppenzugehörigkeit ist etwas Natürliches, hat sich mit der Evolution entwickelt. Menschen müssen sich in Gruppen zusammentun, um zusammen zu überleben. Heutzutage ist es nicht mehr ganz so. Man kann heute auch individuell überleben, dank Technologie und vielen anderen Gründen und weniger Gefahren, die heute herrschen. Wir leben generell sicherer, wir müssen uns nicht mehr in Gruppen zusammentun, wir können auch individuell sein, wir könnten auch ganz alleine leben. Ob das wirklich glücklich macht, aus eigener Erfahrung, als jemand, der gerne alleine ist, sage ich, ich kann nicht die ganze Zeit alleine sein, ich brauche auch einen Menschen, der mich unterstützt. Und einen Menschen braucht man sowieso immer, der einen unterstützt. Ich könnte jeden Tag mit meiner Freundin verbringen und das würde mir nichts ausmachen, weil wir zusammen wie ein Mensch sind. Ich fühle mich nicht wie bedrängt durch sie, wie als wäre sie noch ein anderer, fremder Mensch oder sowas. Wenn ich jetzt aber mit einem Freund unterwegs bin, den ich sehr, sehr gut verstehe, ich könnte mit ihm ein paar Tage sehr gut klarkommen, nach ein paar Tagen kannst du anfangen zu kriseln und das ist so, das ist absolut natürlich. Und Freiraum muss immer sein. Menschen, die danach streben, immer eine Gruppe zuzugehören, einer politischen Gruppe, einem Verein oder irgendeiner Mode. Die streben nur diesen. Das ist alles sehr oberflächlich. Die machen es, die haben es nicht ganz verstanden. Und es ist in Ordnung, einer Gruppe einer Gruppe zuzugehören, wie zum Beispiel einem Verein. Es ist voll in Ordnung, wenn man es versteht, was dahinter steckt. Und wenn man dann trotzdem dazugehören möchte, wenn man es bewusst macht, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man unbewusst einfach nur alles macht, was die Gruppe macht und nicht drüber nachdenkt, das ist nicht richtig. Das muss dabei gesagt werden. Wenn man gar keine Gruppe zugehören möchte, sondern ganz individuell sein möchte, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und man muss auch verstehen, dass man dann auf Widerstand treffen wird, weil viele Menschen aus diesen Gruppen sich so sehr mit der Gruppe identifizieren, dass sie in jemanden, der nicht zu der Gruppe gehören möchten, eine Gefahr sehen, auch wenn dieser Mensch gar keine Gefahr darstellt. Und sie versuchen dann die Gruppe zu beschützen, indem sie diesen Menschen angreifen. Das kann passieren. Das betrifft nicht nur eine Gruppe, das betrifft auch eine bestimmte Meinung, denn Menschen, die einer Meinung sind, gehören auch zu einer Art Gruppe. Ja, Gruppenzugehörigkeit wieder. Also könnten manche Menschen auch Meinungen sehr mit sehr viel Überzeugung und Gewalt verteidigen wollen. Da sollte man sich bewusst sein, dass man auf Widerstand treffen wird und Unverständnis, aber das ist in Ordnung, denn genauso wie man auf Widerstand trifft, sieht man, kann man heutzutage dank des Internets auch wieder auf Menschen treffen, die derselben Meinung sind und dann kann man so eine kleine und auch Gruppe bilden. Dann hat man eine Gruppe aus Menschen, die keine Gruppe zugehören wollen, so ironisch das auch klingen mag. Das ist in Ordnung, das ist vollkommen okay. Man muss jetzt nicht revolutionär aus Prinzip gegen Gruppen sein. Und man muss auch nicht jeder Gruppe dazugehören wollen und alles allen recht machen wollen und dann denken, dass man beliebt ist. Ist auch nicht so. Ich finde, der Lego-Film, The Lego Movie, hat das großartig dargestellt. Der Film ist großartig. Lego ist nur ein Hilfsmittel, um eine Geschichte zu erzählen. Und das ist sehr, sehr cool gemacht, computeranimiert. Und in dem Film geht es aber nicht um Lego, da geht es wirklich um seine eigene Kreativität. Freischalten, akzeptieren, was Kreatives tun und nicht unbedingt jeder Gruppe folgen. Aber dann geht es auch wiederum um die Gegenpartei, die auf keinen Fall einer Gruppe zugehören möchte und wie das einfach nicht funktioniert, wie sie zusammen nicht klarkommen. Und dass es also einen braucht, der sowohl kreativ sein kann, aber auch eine Gruppe zusammenhalten kann. Darum geht es in dem Film, grob gesagt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, der Film ist großartig, guck ihn dir an. Und ja, du brauchst auch nicht der einen Partei oder der anderen Partei zuzugehören. Du kannst auch den Mittelweg gehen. Das ist sowieso mein Tipp für alle Lebensbereiche. Geh den Mittelweg, sei nicht extrem, weder links noch rechts noch sonst noch was. Geh den Mittelweg. Schau dir von allen etwas ab, mach dir dein eigenes Bild daraus. Sei bitte selbstständig. Du kannst dann immer noch einer Gruppe zugehören, das ist vollkommen in Ordnung.
Ich bin zum Beispiel als Karate-Typ, bin ich in keinem Verein Mitglied, aber ich bin in zwei Verbänden Mitglied. Und mit einem Verband kann ich mich relativ gut identifizieren, ohne mich zu sehr zu identifizieren mit diesem Verband. Ich weiß, wir sind eine Gruppe, wir arbeiten zusammen, wir tun, die Menschen, mit denen ich Kontakt habe in diesem Verband, wir tun alle etwas für diesen Verband und das ist vollkommen in Ordnung. Wir wissen, warum wir es machen und ich weiß auch, dass ich jederzeit da raus kann. Und wenn ich einen Grund dafür sehe, dann gehe ich auch raus. Es ist nicht so, dass ich so unglaublich dran hänge. Es ist mir trotzdem wichtig, dass der Verband, dass es da alles gut klappt. Das heißt, sei auch nicht abhängig von diesem Gruppenzugehörigkeitsgefühl und auch nicht von der Gruppe. Sei immer auch in der Gruppe ein Individuum. Nur dann kann eine Gruppe funktionieren. Wenn jeder in der Gruppe ein Individuum ist und auch alleine mit sich klarkommt, dann ist die Gruppe großartig, dann ist die Gruppe sehr stark. Denn du kennst auch den Spruch, die Gruppe ist nur so schwach wie das schwächste Glied. Ja, also wenn es auch einen gibt, der überhaupt nicht klarkommt alleine, dann wird die Gruppe nicht so ganz harmonisieren. Okay, das wird jetzt wirklich sehr komplex. Die ganze Geschichte um Gruppenzugehörigkeiten, das ist sehr komplex und ich könnte noch sehr viel mehr darüber erzählen. Ich möchte meine Videos aber nicht zu lang machen. Ich mag es gerne zu erzählen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und bekomme auch Mails von Leuten, die sagen, es ist in Ordnung, wenn ich lange Videos mache. Und ich finde auch, dass man in der Lage sein sollte zuzuhören. Wer es nicht tun möchte, kann sich andere Videos anschauen, wo Leute sich kürzer fassen, viel schneiden, was auch immer. Ich mache das nicht, ist eben so. Nichtsdestotrotz, ja, da verhaspel ich mich wieder. Da labere ich wieder. Also, ich habe schon alles gesagt, was gesagt werden sollte. Geh den Mittelweg, sei dir bewusst dessen, was du bist, ob du alleine klarkommst, ob du in der Gruppe bist, nur weil du ansehen möchtest, oder ob du in der Gruppe bist, weil du der Gruppe helfen möchtest, weil du da einen bestimmten Sinn dahinter siehst. Das ist wichtig, dass man das alles bewusst sieht. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.